Hallo Leute, heute ist der 11.10.2020. Ich habe gestern kein Video gemacht, weil ich gleich abgeschalten habe, als ich ins Bett gegangen bin und durchgeschlafen habe. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr wach geworden mit extremen Kreuzschmerzen oder Rückenschmerzen, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, am besten rufst du einen Krankenwagen, weil ich glaube, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Und sie hat mich dann zur Seite gedreht, mir ein Schmerzmittel gegeben, bin ich noch eine halbe Stunde liegen geblieben. Das hat das Ganze nicht viel besser gemacht. Dann bin ich aufgestanden und sie hat mich in den Rollstuhl gesetzt und ich habe den fast den ganzen Vormittag im Rollstuhl geschlafen, weil ich extrem müde war. Und heute Sonntag ist und sowieso nicht viel zu tun ist und ich extrem müde war und einfach eigentlich im Bett schlafen wollte, aber nicht liegen konnte und so extrem Kreuzschmerzen hatte und so. Sie hat mir dann den Rücken eingecremt und noch Schmerzmittel gegeben und dann habe ich fast den ganzen Vormittag geschlafen. Jetzt ist es Abend, kurz nach 19 Uhr. 19:13 Uhr. Ich bin heute den ganzen Tag im Rollstuhl gesessen, weil ich mich nicht hinlegen wollte, weil ich Angst hatte, dass es wieder weh tut. Wir haben jetzt von meiner Luftmatratze das Wechseldrucksystem eingeschalten. Das ist etwas laut, aber vielleicht wird dadurch das Kreuzweh besser. Ich habe auf jeden Fall wahrscheinlich keinen Bandscheibenvorfall. Aber irgendwas hat sich verschoben oder ich bin so verspannt, dass es einfach weh tut. Und ich habe den ganzen Tag über Schmerzmittel genommen. Und damit ging es so halbwegs und ja. Jetzt liege ich im Bett und versuche dann einfach gerade zu liegen und mein Kreuz zu entspannen. Morgen muss ich sowieso um 9 aufstehen. Ich hoffe, dass ich bis dahin liegen bleiben kann, ohne Schmerzen. Ja. Und dann geht's noch. Aber ich sitze auch gerade im Bett. Ich habe heute auf jeden Fall den ganzen Tag Weihnachtsgeschenke zusammengesucht für meine Familie und habe fast alles gefunden auf Amazon. Brauche nur noch was für meinen großen Bruder und meine Eltern. Ich habe mir auch was bestellt und ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, Geschenke zu suchen auf Amazon, weil ich meistens Amazon Geschenke schenke und das hat mich abgelenkt. Den ganzen Nachmittag und jetzt warte ich auf die Prime Days, ob was günstiger wird von den Geschenken und ob ich schon was bestellen kann. Aber zum Großteil werde ich erst im November, Dezember bestellen. Zu den Black Fridays, weil die dauern ja auf Amazon auch 4 Tage.
Und mal gucken, ob da was günstiger wird oder ob ich noch was anderes finde. Aber im Dezember muss ich spätestens bestellen. Amazon wird eh schnell geliefert. Ich bin ja Prime-Kunde. Und ja, ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich gefunden habe. Ich gebe jetzt ca. 30 Euro pro Person aus. Ich schenke einfach gerne und es macht mir Spaß, Geschenke auszusuchen. Und das habe ich heute gemacht. Sonst geht's mir mittelmäßig. Ich habe heute fast den ganzen Nachmittag die Tageslichtlampe laufen gehabt und fühle mich auch noch nicht so müde, obwohl ich mein Auge nicht aufbekomme. Nicht richtig aufbekomme. Ich bin schon müde, aber nicht zu arg. Und mal gucken, wann ich heute einschlafe. Ich habe ja vorgestern auch ganz schlecht geschlafen. Erst ganz spät. Da war schon 1 oder halb 2. Und um 5:12 Uhr bin ich wieder aufgestanden. Und deswegen hätte ich mich heute über Schlaf gefreut, weil ich schon etwas übernachtig war. Aber es hat halt nicht geklappt. Und mal schauen, ob es vielleicht morgen bis 9 Uhr klappt. Sonst bin ich am Dienstag bei Christoph, am Freitag beim Zahnarzt und ja, am Montag kommt Sonja, also morgen und je nachdem mal gucken. Am Dienstag bin ich, wie gesagt, bei Christoph, am Mittwoch kommt Corinna. Am Donnerstag kommt wieder Sonja. Am Freitag bin ich beim Zahnarzt. Am Samstag kommt wieder Sonja. Mal schauen, wie die Woche wird. Am 13., also am Dienstag, ist Keynote. Die bin ich auch schon gespannt. Ja, mal schauen, ob ich bereuen werde, dass ich mir das teure Ende gekauft habe. Aber ich glaube nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Und dabei, dass ich dieses Jahr kein iPhone habe, finde ich nicht so schlimm. Handy ist Handy. Aber naja, sonst gibt es nicht viel Neues. Wie gesagt, ich bin relativ müde. Obwohl nicht so schlimm wie die letzten Tage. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.